Allein in der Wildnis Alaskas. Das ist die Welt von David Bittner. Ich bin wirklich immer mega happy, wenn es alles aufgebaut ist, nichts passiert ist mit einem Bär und ich endlich da kann, den Zaun anlassen. Seit 10 Jahren verbringt David Bittner fast jeden Sommer in dieser abgeschiedenen Gegend. In dieser Zeit hat er mit viel Geduld das Vertrauen einiger Bären gewonnen. Hier lebt der Ursus Arctos, der nordamerikanische Grizzlybär. Viele dieser Tiere kennt David Bittner von klein auf. Er gibt ihnen Namen und kommt ihnen so nah wie kein anderer. David Bittners Zuhause ist fast 10.000 Kilometer von Alaska entfernt, in Suhr. Hier verdient er sein Leben als Bereichsleiter Fischerei des Kantons Aargau. Mit Vorträgen und Fotobüchern kann er seine Reisen zu den Grizzlies teilweise finanzieren. Aber er träumt schon lange von einem offiziellen Auftrag für ein Bärenforschungsprojekt. Die Bären sind für ihn mehr als ein Sujet. Mittlerweile sind es etwa 2 Jahre von meinem Leben, das ich dort draußen verbracht habe. Und eben einzelne Bären, wie die Joya, die ich schon kennt als kleines Bärli. Dort ist es für mich schon sehr emotional. Also ich kann es wirklich vergleichen mit den Familienbildern in diesem Sinn. Bärli! Bärli? Ja? Kannst du das Büchlein anschauen? Leonie? Wie macht der Bärli? Gut. Wer ist das? Papi. Ja. Yeah. Und das? Also einer von meinen Top-Shots, wenn man wirklich da ganz spontan in den Sinn kommt, ist sicher das Bild da. Das ist die Luna. Den ganzen Tag Regen. Und so 2 Minuten vor dem Sonnenuntergang kommt plötzlich die Sonne führen und fährt so einen kleinen Fleck da in der Ebene anfangen. Beleuchten. Sonst ist alles dunkel und nass. Und dann läuft sie noch gerade so in den Wind rein, ins Licht. Und die Dynamik und die Stimmung, die man da draußen spüren kann, ist sicher sehr einzigartig. Die nächste Reise zu den Bären steht kurz bevor. Du, Cecil? Was? Hast du irgendwann meine grüne Kappe gesehen? Ah, gut, danke. Wunderbar. Cecil Bittner war vor der Geburt ihrer Tochter mehrere Male mit David in Alaska. Bei den Bären hatte ich jetzt nie Angst, weil er dabei war. Und er hat so eine ruhige Art und nimmt einem die Angst völlig. Und wenn er dann ist, habe ich nicht Angst, dass passiert etwas mit einem Bär, dann ändert das etwas im Meer aus passiert. Durch die paar Mal, als ich war, habe ich die Bär ein bisschen kennengelernt und weiss, wie er zu ihnen ist, was er für einen Respekt hat. Dass die Bären wirklich einfach wirklich ruhige Tiere sind. Überhaupt nicht, wenn man da so manchmal liest, so Monster oder so. Der Moment, wo ich ihm Tschüss sagen muss, das ist der Schlimmste. Und vor allem zu sehen, wenn er sich von der Leonie verabschieden muss, das ist noch etwas schlimmer. So, Leonie. Papi geht weg. Ja, Schätzi. 2 Monate wird David Bittner wegbleiben von seiner Familie. Der Abschied fällt ihm schwerer, seit Leonie da ist. Nein! Also. Nein! Die Reise führt in 3 Tagen über Anchorage und Kodiak an die Südküste von Alaska.
Wie fast jedes Jahr fliegt ihn Buschpilot Willie Fulton zu einer einsamen Bucht am nordöstlichsten Teil des amerikanischen Kontinents. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich bin gespannt, wie es dir hier gehen wird. Perfekt, ich liebe diesen Ort. Und weißt du, was ich am meisten liebe? Es gibt hier keine Menschen, dafür viele Bären. Immer wieder bringt Fulton Abenteurer in diese abgelegene Gegend. Er kennt die Gefahren. Ich mag die Bären, aber ich habe auch großen Respekt vor ihnen. Ich habe gesehen, was für Kräfte sie haben und was geschehen kann, wenn man sie provoziert. Jetzt ist David Bittner auf sich allein gestellt. Die einzige Verbindung zur Außenwelt ist ein Satellitentelefon für Notfälle. Man muss sich jetzt halt wieder auch an die Viecher gewöhnen, die einem da um den Ring herumschwirren. Das ist am Anfang immer ein bisschen speziell. Aber das geht schon. Wunderschönes Wetter, so macht es natürlich Spass, ein Zelt aufzustellen. Also ein kleines Stück Equipment wird plötzlich ganz wichtig, wenn man da draußen ist. Man baut wirklich auch eine kleine Beziehung auf. Sommer in Alaska. Das bedeutet Höchsttemperaturen von etwa 13 Grad und lange Tage. Ich habe natürlich auch einen Stromverbrauch mit den ganzen Batterien, die ich brauche für das Filmen und für das Föteln. Und die einzige Energie, die ich draußen effizient nutzen kann, obwohl es natürlich nicht wie eine Wüste ist, ist natürlich Solarstrom. Also muss ich jeden kleinen Sonnenstrahl draußen nutzen. Der ausgebildete Biologe macht sich auf zu einer Stelle, wo er in diesem Jahr das Spektakel der Lachswanderung fotografieren will. Dieses lockt die Bären jeweils in Scharen an. Im Fluss tummeln sich schon Hunderte von Lachsen auf dem Weg stromaufwärts. Sie kehren vom Meer zu ihren Geburtsgewässern zurück, um sich fortzupflanzen. David Bittner bewegt sich auf den Pfaden der Bären. Ihre Wege sind sogar aus der Luft zu erkennen. Die krassen Bärenwege, das ist wirklich etwas, was mich am absolut meisten fasziniert, wie es möglich ist, dass ein solches gutes Weg zustande kommt, nur durch Bären, die einfach da Jahr für Jahr für Jahr für Jahr da durchlaufen. Nirgends auf der Welt gibt es eine dichtere Bärenpopulation als hier, auf der Aleutenhalbinsel im Süden Alaskas. Die Bären finden jede Menge Nahrung auf kleinstem Raum, vor allem Lachs. Deshalb haben sie ein kleineres Streifgebiet als andere Bären. Sie haben gelernt, Artgenossen in unmittelbarer Umgebung zu akzeptieren und sind deshalb auch dem Menschen gegenüber toleranter. Hello, Mama. It's okay. It's okay. David Bittner besänftigt die Bärenmutter, die in Anwesenheit ihrer Jungen auf der Hut ist. Hey, Mama. Okay. Es ist unglaublich schön, so nah bei einer Bärenfamilie zu sein. Und es sieht fast ein bisschen aus wie... wie... Ah, sie haben ihn nicht verwirrt. Ah, jetzt hat noch einer der Jungen.
In diesem Bach wird sich in wenigen Wochen ein einmaliges Naturschauspiel abspielen, das David Bittner auf keinen Fall verpassen will. Auf dem Höhepunkt der Laichwanderung werden sich hier Tausende von Lachsen aufwärts kämpfen. Ein gefundenes Fressen für die Bären. Ein einzigartiges Sujet für den Naturfotografen. Noch ist der Wasserstand zu tief. Erst die für Alaska typischen Sommerstürme werden die Bäche anschwellen lassen. Bittner nutzt die Wartezeit, um andere Lachse zu fotografieren. Sie waren der Grund, warum der Biologe vor vielen Jahren zum ersten Mal nach Alaska kam. Über die Lachse erst hat er seine Leidenschaft für die Bären entdeckt. Ein neuer Fernauslöser im ersten Test. Dass die so nahe kommen würden. Besser als das kann es wirklich nicht mehr sein. Nach all den Jahren in Alaska weiß sich David Bittner zu versorgen in der Wildnis. Die Ebbe hat Miesmuscheln freigelegt. Obwohl ich auch viel Essen dabei habe, ist es doch wirklich ein Minimum. Ich probiere wirklich, zu einem grossen Teil mehr von der Natur zu ernähren. Es gibt nämlich wirklich extrem viel, was das Land hier zu bieten hat. Ich habe daran gedacht, ein bisschen Wein mitzunehmen, zum Ablöschen. Und zuerst so ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Zwiebeln, die ich auch noch habe. So ein bisschen Olivenöl anbräteln. Es wird also wunderbar werden. Frischer geht es tatsächlich nicht. Unter Bären gilt es, einfache Grundregeln strikt zu befolgen. Ich probiere, die Gerüche wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Alles Essen ist in Ziplocs, also so Gefrierbeutel, also geruchssicher verpackt. Und zudem zum Elektrozaun, um zu campen, habe ich auch das ganze Essen zusätzlich noch in bärensicheren Container verstaut. Das ist also ganz wichtig, dass man keine Essensreste und kein dreckiges Geschirr rumliegen lässt. Kleine Nachlässigkeiten können in dieser Gegend tödliche Folgen haben. Denn auf engem Raum leben hier im Katmai-Nationalpark Hunderte von Bären. Wer sich für das Leben der Grizzlies in der Wildnis interessiert, kommt hierher. Auch der amerikanische Tierfilmer Timothy Treadwell verbrachte viele Sommer in Alaska, bis ein Bär ihn und seine Freundin im Jahr 2003 tötete. Ein Schicksal, das bewegte und verfilmt wurde. Der Grizzly Man in der Wildnis. Ein Mythos. Diesem Mythos hat David Bittner auch den Besuch eines englischen Kameramanns zu verdanken. Inspiriert von der tragischen Geschichte um Treadwell, will Richard Terry den Schweizer Bärenmann für einen englischen TV-Sender porträtieren. Für Terry selber ein riskanter Selbstversuch. Noch kennt der Besucher seinen Protagonisten nicht. Für die Begrüßung verschwindet der Filmer schon hinter der Kamera. Herr Bittner, nehme ich an. Richtig. Du musst der Engländer sein. Schön, dich zu sehen. Good to see you. Nice to meet you. David. Hi, Richard. This is home. This is home. Nice to meet you. On a beautiful sunny day. This is for unruly passengers. Pilot Willie Fulton wird das tödliche Unglück von Grizzlyman Timothy Treadwell nie vergessen. Er war es, der damals die Überreste von Treadwell und seiner Freundin entdeckte. Oh, not too many similarities between, David ist ein ganz anderer Typ als Timothy. Außer, dass er wie Tim die Natur und die Bären liebt. Aber sie sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Einer sagte mal vor Jahren, wenn man in Alaska zur Haustür rausgeht, ist man schon tot. Klar gibt es hier oben viele Gefahren, aber damit muss man klarkommen. Ich mache mir keine Sorgen um David. Es kann viel passieren. Aber ich gehe lieber mal davon aus, dass ich ihn heil antreffe, wenn ich zurückkomme. Ich zeige dir dein neues Zuhause.
Zu Terrys Filmkonzept gehört auch der eigene Auftritt vor der Kamera. Der Zaun ist zurzeit nicht unter Strom. Da ich bereits ziemlich übel rieche, kriegst du ein eigenes Zelt. Hoffentlich hast du genügend Platz für deine Ausrüstung. Sind viele Bären hier? Jetzt nicht. Es ist ziemlich schönes Wetter und mit dieser Brise hat es keine Mücken. Du hättest dir keinen besseren Tag aussuchen können. Vielleicht machen die Bären gerade ein Nickerchen im Gebüsch und warten, bis es kühler wird. Wie lästig sind die Mücken hier? Durch diese Brise sind sie verschwunden. Sie verstecken sich im Gras, aber du wirst sehen, sobald der Wind abflaut und die Wolken aufkommen, werden sie dich schon noch begrüßen. Sie werden dich regelrecht kosten. Ich empfehle dir, kein Insektenschutzmittel zu gebrauchen. Das Beste ist, sich einfach stechen zu lassen, denn so baut dein Körper eine Abwehrreaktion auf. Du bist schließlich Biologe. Ich vertraue dir. Ich gebe dir mal Toilettenpapier. Falls du ein Geschäft verrichten musst, geh bitte möglichst weit weg vom Camp. Und am Schluss verbrenn das Papier. Ich hasse es, wenn ich draußen darauf stoße. Ganz entspannt wird der Besuch der Freilufttoilette für Richard Terry nicht. Worauf lasse ich mich bloß ein? Worauf lässt sich David ein? Er hat keine Ahnung, wie wenig ich von Camping weiß. Ich muss nicht nur einen Film drehen über einen Kerl, der mit Bären rumhängt. Ich muss auch im Zelt leben mit meiner ganzen Ausrüstung. Dieser elektrische Zaun, funktioniert der? Ich zeige ihn dir mal. Er läuft im Moment nicht. Sieht nach nichts aus. Ein dünner Draht. Die Batterie hält viele Monate. Schreckt er wirklich Bären ab? Ich versuche es mal. Mach ruhig, der Zaun läuft jetzt. Go for it. Du bist ein Idiot. Barfuß hätte es dich einige Meter zurückgeschleudert. Was treibt Leute an, dieses Leben Jahr für Jahr auf sich zu nehmen? Ich bin bezahlt, um einen Film über diesen Typen zu machen, aber er tut es freiwillig. David Bittner hat seinem Besucher versprochen, ihn später zu der Stelle zu führen, wo Timothy Treadwell von einem Bären getötet wurde. Es ist zweifellos ein gefährlicher Ort. Das Risiko, plötzlich einem Bären gegenüberzustehen, ist groß in diesem Dickicht dort. Viel größer als an einem übersichtlichen Ort. Man muss vorsichtig sein und sich bemerkbar machen. Es braucht ständige Konzentration. Man kann sich nicht in die Sonne legen und ein Buch lesen. Man muss beobachten, was rundherum passiert. Sei still. Ich meinte, einen Bären zu hören, ganz nahe am Lager. Whoa, whoa, whoa. Oh, fuck. Let me get up. Jesus fucking Christ. It's okay. It's okay. It's okay. Look, they're getting lost. Schau, sie haben sich verirrt. Their mom is Ihre Mutter ist dort oben. Whoa, whoa, whoa. Sie sind dort unten. Hol sie doch, Mama.
Was ist geschehen, David? Wir sind im Zelt, haben den Zaun nicht angeschaltet. Und dann diese zwei Jungen alleine unterwegs. Neue Düfte, interessante Sachen, die sie näher auskundschaften wollen. Wenn die Mutter in der Nähe gewesen wäre, hätte das gefährlich werden können. Wir kommen aus dem Zelt raus, sie sieht ihre Jungen in Gefahr, dann hätte sie angreifen können. Ernsthaft. Stell den Zaun besser an. Aber sicher. Ein kurzer, dummer, unachtsamer Moment. Auf diese Schrecksekunde folgt die erste Nacht im Zelt für Camping-Neuling Richard Terry. Ich dachte, ich mache es ganz schlau und schütze mich mit Maske und Sonnenbrille. Aber die Mücken konzentrierten sich einfach auf die freien Stellen, rund um die Augen. So schlimm wurde ich noch nie gestochen. Was für ein Start. Als David Bittner vor 10 Jahren das erste Mal nach Alaska kam, war er so unerfahren wie sein Gast heute. Er will Richard Terry den Ort zeigen, wo er damals eine gefährliche Begegnung mit einem Bären erlebt hat, die sein Verhältnis zu den Tieren bis heute prägt. Ich fuhr mit meinem Kanu durch diesen Bach. Plötzlich tauchten drei Jungbären direkt vor mir auf. Als mich die Mutter sah, rannte sie auf mich zu. Beim Rückwärtsgehen stolperte ich und fiel ins Wasser. Ich erinnere mich, wie sie ins Wasser sprang und mit der Pranke ausholte. Ich schloss meine Augen, schützte den Kopf mit den Armen und sagte: Easy Mama, easy Mama. Easy Mama, easy Mama. Kurz darauf rannte sie mit den Jungen davon. Das war wirklich ein erschütterndes Erlebnis. Und dein Pfefferspray? Ich trug ihn die ganze Zeit auf mir. Aber ich habe nie daran gedacht, ihn zu gebrauchen. Es ging alles so schnell. Wer weiß, was wirklich passiert, wenn du einem Bären direkt ins Gesicht sprayst? Er könnte außer sich geraten, dich attackieren. Vielleicht geschieht Schlimmeres als ohne Spray. Jedenfalls ist mir bewusst worden, dass es meine Schuld war. Und es sehr wahrscheinlich die allermeisten von diesen Unfällen zwischen Menschen und Bären eigentlich darauf zurückzuführen sind, dass wir Menschen uns eben diesen Tieren gegenüber falsch verhalten. Und dass es eben nicht die Bären selber sind, die von Grund auf so aggressiv wären oder eben den Menschen als Beutetier anschauen. Aber durch das Erlebnis auch eine Art Vertrauen aufgebaut in die Tiere. Und selbst in dieser Situation, wo ich wirklich alles falsch gemacht habe, was ich falsch machen konnte, ist eben nichts passiert. Nie einen Bären überraschen. Diese Lektion hat der Biologe gelernt. Hey Bär! Ist er heute in Alaska unterwegs, macht er sich immer bemerkbar. Hey Bär! That's it. Wir sind da. Das ist der Fluss. Der Bärenforscher zeigt seinem Besucher die Stelle, wo sich die spektakulärste Etappe der Lachswanderung abspielen wird. Das ist immer ein besonderer Moment, hier anzukommen. Keine Bären in Sicht. Der See ist voller Fische. Aber im Bach hat es noch keine. Es hat mehrere Seen. Es ist einer der wenigen Orte an der Küste, wo Rotlachse vorkommen. Der wertvollste Lachs. Die Bären lieben ihn so sehr wie wir Menschen. Alle Fische befinden sich zurzeit noch im unteren Fluss. Sobald es zu regnen anfängt, explodiert dieser Ort und die Fische strömen hinauf zum oberen See. Sie kämpfen sich durch all diese Steine. Ein Spektakel. Das ist das Haupthindernis für die Fische, um den oberen See zu erreichen. Da kommt ein Bär. Es ist ein Tier, dem Bittner den Namen Looney gegeben hat.
Die Bärin ist auf der Suche nach den ersten Lachsen, die sich zwischen den Steinen verstecken. Sie sehen die Fische nicht. Sie riechen sie unter den Steinen. Auf dem Rückweg ins Camp trifft David Bittner auf eine alte Bekannte. Bertha nennt er dieses Tier. In Sichtweite überlässt er es immer dem Bären, ob er näher kommen will oder nicht. Bertha will. Sie folgt David Bittner. Sie sieht sehr gesund aus, bereit für den Winterschlaf. Sie ist nun das einzige Weibchen in dieser Gegend, neben den größeren Männchen. Das sagt etwas über ihren Charakter aus. Bertha ist eine dominante Bärin. Ich vertraue ihr vollkommen und weiß, dass sie mich nicht angreifen würde. Auf keinen Fall. Sie ist einfach großartig. Kennst du diesen Bären, David? Ich habe ihn in den letzten paar Tagen beobachtet, aber ich kenne ihn kaum. Es ist ein sehr junger Bär. Er fischt noch nicht gut. Ich glaube, es ist ein Männchen, aber ich muss ihn erst urinieren sehen, damit ich das sicher weiß. Er sieht ein bisschen wie ein Fuchs aus. Warum gibst du den Bären Namen? Ich finde, sie haben einen Namen verdient. Namen wie JJ3 oder 1A3, wie sie viele Biologen geben, zeugen von zu wenig Respekt. Die Bären sind Individuen, zu denen ich eine Art Beziehung aufbaue. Ich gebe nicht jedem Bären einen Namen. Foxy oder Fox würde zudem da passen. Warum bedeuten dir die Bären so viel? Die Bären sind für mich der Inbegriff von Wildnis. Es taucht ein größerer, älterer Bär auf. David Bittner hat ihm den Namen Chappie gegeben. Er vertreibt den Jungbären. Das ist Chappies Fang. Er hat nur das Hirn gefressen. Das ist erstaunlich. Der Fisch lebt immer noch. Offensichtlich ist das Hirn eine Delikatesse. Du liebst doch die Fische so sehr wie die Bären. Ist das nicht Verschwendung? Ist es nicht. Der nächste Bär wird den Rest fressen. Oder Vögel. Es ist interessant, wie brutal die Natur sein kann. Dort spritzt das Wasser vor lauter Lachsen. Der Fluss ist voll davon. Es ist eine sehr seichte Stelle. Die Bären können sie einfach packen. Ich werde mal warten, bis ich ein gutes Foto schießen kann. Hinter dir. Hast du den gefilmt? Schau, wie die ihren Weg finden. Das ist verrückt. Die Eier kommen alle raus.
Kriegst du Hunger, David? Diese älteren Fische kannst du nicht mehr essen. Ich habe es versucht, aber das Fleisch ist nicht gut. Das macht auch Sinn. Die Lachse pflanzen sich nur einmal im Leben weiter, dann sterben sie. Die ganze Energie, die das Fleisch sonst so reichhaltig macht, geht in die Produktion von Eiern und Sperma. Darum wird das Fleisch von Laichtieren praktisch ungenießbar. Also werden wir etwas anderes essen heute Abend. Es gibt besseren Fisch, etwa einen schönen Heilbutt. Wir werden einen angeln. Du wirst dein Kajakabenteuer bekommen. Zunächst aber steht ein anderer Ausflug an. Das ist der Tag, auf den ich mich am wenigsten gefreut habe. Was denn? Du zeigst mir das sogenannte Grizzly-Labyrinth und den Ort, wo Timothy Treadwell sein letztes Lager hatte. Ich bin nicht sehr glücklich. Ich mache das nur dir zuliebe. Es ist eine lange Reise dorthin. Zuerst nehmen wir die Kajaks und paddeln aus dieser Bucht. Dann ziehen wir die Kajaks einen Fluss hinauf. Von dort geht es lange zu Fuß weiter, bis wir zum Grizzly-Labyrinth gelangen, dem Ort, wo Timothy Treadwell starb. Es beginnt zu regnen. Brechen wir besser auf. Let's go. Oh nein, ein Bärenpfad. Danke, David. Hey, Bär, willkommen. Der Regen hat aufgehört. Ja, ich bin froh. Schau, da ist vor kurzem ein Bär durch. Was passiert, wenn jetzt... Das ist ein Risiko. Wenn ich einen Bären bemerke, der sich nicht zurückzieht, dann gebe ich ihm den Weg frei. Was machst du? Statt Hallo Bär zu rufen, mache ich eine kurze Pause. Ich höre genau hin, ob ein Bär im Gebüsch raschelt. In my direction. Alles okay, es ist still. Lass uns weitergehen. Wir sind fast da. Interessant. Vor 3 Jahren waren hier überall Bärenpfade. Und nun ist alles überwachsen. Right here, and now it's really overgrown. And there's still the dort unten ist immer noch der Hauptpfad, aber die kleineren Wege sind verwildert. Die Bären spüren wohl, dass hier etwas Spezielles passiert ist. Das ist der Ort, wo Tim Treadwell starb. Dieser kleine Hügel mit Sicht auf den Gletscher und den See. Dort unten ist ein großer, gut genutzter Bärenpfad. Er verbindet 2 wichtige Nahrungsgründe. Darum ist hier sicher kein guter Ort, ein Zelt ohne Elektrozaun aufzustellen. Ich kann Treadwells Leidenschaft für die Bären verstehen, aber er gewöhnte sich zu sehr an die Tiere. Er verlor schließlich den Respekt. I'm not looking at them as potentially dangerous animals anymore. So he did. Anfangs gebrauchte er noch einen Elektrozaun und einen Pfefferspray. Später schien ihm dieser Schutz überflüssig.
But eventually he considered these things as not necessary anymore. Lange verweilen David Bittner und Richard Terry nicht am Unglücksort. Der große Regen hat sich bisher nicht angekündigt. Noch immer warten die Bären und David Bittner auf den Höhepunkt der Lachswanderung. Hey, Baloo. How are you doing today? Das ist der schönste Bär, den ich je gesehen habe. Und er läuft einfach so an mir vorbei. Bittner kennt Baloo seit vielen Jahren. Eine magische Beziehung. Das ist wirklich, das ist einfach, ich kann das fast nicht beschreiben, das Gefühl, wenn ein Bär von sich aus so nahe kommt und nachher abhockt und der Baloo ist jetzt vielleicht 5 Meter von mir entfernt. Er weiß ganz genau, dass ich da bin, aber es ist ihm egal. Er schaut, ob es einen Fisch gibt. Aber die Toleranz ist wirklich unglaublich. Baloo hat seinen Fisch erwischt. Und auch David Bittner macht sich auf Nahrungssuche. Was hast du vor? Ich will mal etwas anderes zum Nachtessen besorgen. Ich werde einen schönen großen Fisch im offenen Meer fangen. Welchen Fisch? Dieses Gewässer ist berühmt für schöne große Heilbutte. Der Fang dieses Riesenfisches vom Kajak aus ist nichts für Anfänger. Du willst wirklich von deinem Kajak aus einen Heilbutt fangen? Du wirst sehen. It's on the bottom. Wenn ich einen großen Fisch erwische, reicht das für eine ganze Woche. Schau dir das an. Das ist unser Abendessen. Gut gemacht, David. Das ist unser Fisch, David. Ich muss ihn zuerst töten. Du schneidest ihm die Kehle durch? Ja, man muss ihn ausbluten lassen. Weshalb? So tötet man große Fische. Er blutet nun aus. Er bewegt sich wegen der Nerven noch ein wenig, aber er ist tot. Es ist harte Arbeit, einen solchen Fisch im Kajak zu fangen. Er hat eine gute Chance, loszukommen. Die Hälfte entwischt. Jedes dieser Filets wiegt einige Pfund. Eine Woche Nahrung für uns beide. Und Heilbuttbacken gelten als echte Delikatesse. It's the best piece of meat. Mal schauen, was dieser Fisch so gefressen hat. Ich schneide den Magen auf. Let's have a look. Ich kann's nicht fassen. Die sind ja noch ganz. Ja, er hat vor kurzem 2 Krabben gefressen. Das ist eindeutig. Butter kann man nie zu viel verwenden. Wow. Look at that. Endlich sieht es nach einem großen Sturm aus.
Ist das nun, worauf du gewartet hast? Das ist es. Jetzt kommt der Regen. Hurra! Der Wasserstand wird steigen und dann wird es Action geben in den Bächen. Zum ersten Mal bin ich wirklich glücklich über den Regen. Der Zaun ist an. Wir sind auf dem Weg zum Bach. Es gießt. Alles ist gut verpackt. Es ist Zeit zu sehen, was die Bären machen. Das ist das letzte Stück. Wir sind in der Nähe des Baches. Lass uns etwas langsamer gehen. Hast du was gesehen? Ich höre genau hin und schaue mich um. Keine Aktivität, lass uns weitergehen. Am Bach dann die Ernüchterung. Noch nichts. Wir müssen noch ein bisschen warten. Keine Fische im Bach, keine Bären da. Oberhalb des Baches raschelt es plötzlich. Schau dir das an. Holy shit. Noch nie habe ich einen Elch so nahe bei den Bären gesehen. Ein Bär könnte selbst einen ausgewachsenen Elchbullen mit Leichtigkeit töten. Wirklich? Einen Elch dieser Größe? Ja, von großen Männchen weiß man, dass sie sogar Stiere töten. Der Elch zieht unbehelligt davon. Das Warten auf den ganz großen Regen geht weiter. Inzwischen hat David Bittner einen frischen Silberlachs im Meer gefangen. Ich sitze im stärksten Regen und esse frischen Silberlachs, Reis, Sojasauce und Wasabi. Sushi im Regen. Nordost 35, zunehmend. Sturmwarnung. Ein solcher Sturm kann in Alaska lange dauern. Das glaube ich ja nicht. Es ist der zweite Tag und die zweite Nacht mit heftigem Sturm. Wenn es noch lange so weitergeht, werde ich verrückt. Erst nach 10 Tagen ist der Spuk vorbei. Schau dir das an. Na toll. Alles nass. Da ist ja ein See drin. Ich fass es nicht. Scheiße. Das war wirklich einer der heftigsten Stürme, die ich bisher in Alaska erlebt habe. Es tut gut, einen ruhigen Tag zu erleben nach diesem Sturm. Es ist an der Zeit, dass wir uns wieder zum Bach aufmachen, bevor wir diesen Ort verlassen.
Wir kommen gleich zum Bach, David. Wenn es viele Möwen hat, muss das wohl ein gutes Zeichen sein. Ja, wo Möwen sind, sind die Bären meist nicht weit. Zumindest die Lachse sind endlich da. Zu Tausenden kämpfen sie sich stromaufwärts zu ihren Laichgründen. Deswegen bin ich hier. Schau dir das an. Schau. Das sind alles Rotlachse. Sie wollen alle zum oberen See. Als Fischbiologe erlebe ich das mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist es unglaublich beeindruckend, andererseits ein Drama. Wahrscheinlich bringen sich die meisten Fische selbst um. Die Bären können sie einfach packen. Schau, David, hinter dir. Okay, die Bären kommen. Es wird Zeit, dass ich mich davon mache. Ich bin praktisch mitten in ihrem Fressen. Im Herbst nehmen die Bären 3 bis 4 Kilo pro Tag zu. Sie wiegen dann fast doppelt so viel wie im Frühling. Ohne dickes Fettpolster ist der harte Winter nicht zu überleben. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, so nah bei diesen Tieren zu sein. Die Vorboten des Winters sind an der Katmai-Küste angekommen. Die Nächte sind frostig und die Tage kürzer. Es ist Zeit, aufzubrechen. Ich werde diesen Bach vermissen. Das Tosen, die Fische, die Bären und die Gegend. Aber ich freue mich jetzt auf meine Familie zu Hause. Wenn jemand vorbeikäme und David und mich mit all diesen Grizzlies sähe, er würde meinen, wir sind total verrückt. Aber die Wahrheit ist, die Bären gehen äußerst friedlich miteinander um und auch mit uns. Wir befanden uns nie in Gefahr. Es ist schon immer ein spezielles Gefühl, wenn jetzt der Buschpilot kommt, mich abholen und man die wunderbare Wildnis und die Bären verlässt. Aber natürlich freue ich mich jetzt auch mal auf eine richtig warme Dusche, endlich wieder mal ein Stück Fleisch zu essen. All die Sachen, die ich darauf verzichten musste, so lange. Hallo David, du hast überlebt. Wie war es? Gut. Ich bin froh, dich heil anzutreffen. David Bittner reist heim in die Zivilisation. Aber er wird zurückkommen nach Alaska zu seinen Bären.